Hallo und herzlich willkommen zur leckersten Sendung im deutschen Fernsehen. Politisch gesehen sind die kohligen Zeiten in unserer Nation ja vorbei. Das bedeutet aber nicht, dass wir gerade in dieser kalten Jahreszeit vergessen, dieses wunderbare Produkt namens Kohl häufiger mal auf dem Esstisch erscheinen zu lassen. Kohl, Weißkohl, muss man nicht einfach immer nur zum simplen Sauerkraut oder simplen Kohltöpfen verarbeiten, sondern auch dort kann man ein wenig Fantasie walten lassen. Und genau das werden wir machen. Wir bereiten heute zu einen Kohlschichttopf. Und dann gibt es noch ebenfalls aus Kohl, sprich aus Rosenkohl mit grünen Bohnen, ein schöner Entenbrustsalat. Für den Kohlschichttopf brauchen wir zunächst einmal ein paar Außenblätter. Dafür nehmen wir den ganzen Kohl, und das ist bei diesem Gericht auch schon die schwierigste Arbeit. Schneiden zunächst einmal eine Art Strunk raus. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass man sich hier nicht in die Hand hackt. Anschließend wird der Kohl im Ganzen, das erfordert ein bisschen Kraft, wird er im Ganzen ins kochende Wasser gegeben, so dass praktisch nur die äußeren Blätter ganz leicht anblanchiert werden und wir anschließend die äußeren Blätter ablösen können. Damit wird dann zunächst einmal der Schmortopf nachher ausgelegt. So, jetzt nehmen wir uns eine Gabel, geben den Topf, geben den Kohlkopf in den Topf und blanchieren ihn jetzt für gute, sagen wir, 2 bis 3 Minuten an. Dann lassen sich die Außenblätter wunderbar ablösen und der Rest des Kohles wird nachher in kleine Stücke geschnitten, noch zusätzlich angeschmort mit ein paar Raffinessen. Zunächst aber einmal möchte ich Ihnen ganz gerne zeigen, wo ich die einzelnen Produkte für die heutige Zubereitung bekommen habe. Das ist alles aus Deutschland. Mhm. Wann wurde das geerntet? Im Herbst. Im Herbst, komplett. Und das ist dann eigentlich alles Lagerware. Also richtig frisches Gemüse als solches gibt es derzeit gar nichts. Ne? Nee, aber das Gemüse ist ja extra dafür da, weil es lagerfähig ist als solches. Genau. Super. Genau. Ich brauche mal einen schönen Weißkohl. Ja. Schönen festen. Den nehme ich einmal. Ja. Und ein bisschen Rosenkohl, 400-500 Gramm. Stimmt es, dass man bei Rosenkohl auch sagt, ähnlich wie beim Grünkohl, dass er ruhig mal so einen kleinen Kältetritt haben kann? Hat man früher immer gesagt, damit er ein klein bisschen milder wird. Ja. Ist mittlerweile aber nicht. Es gibt ja schon ab September gibt schon Rosenkohl und die sind auch nicht viel kräftiger. Er ist noch ein bisschen kräftiger, aber das ist kaum der Rede wert. Weil viele dieser Geschichten ist ja wie bei Grünkohl, hat man früher auch immer gesagt. Die Stärke im Grünkohl wird dann umgewandelt in Zucker. Durch den Frost so ein bisschen. Und dadurch wird er süßlicher. Süßlich nicht, etwas lieblicher, nicht mehr ganz so strenge, nicht mehr ganz so bitter. Okay. Das ist das Einzige. Ein paar Bohnen nehme ich auch noch. Ja, nee, das langt. Mehr nicht. Sehr schön, was kriegst du? 6. 6 Euro für alles? Mhm. Ist das ein Freundschaftspreis oder ernst gemeint? Nee, ist ernst gemeint. Super. Wir können auch billig. Bitteschön, hervorragend. Dankeschön. Alles klar. Vielen Dank. Ab in die Küche. Jo, tschüss. So, dieser wunderbare Prachtkerl braucht jetzt hier noch 2-3 Minuten. Man sieht jetzt schon, dass die Blätter sich ganz leicht ablösen lassen. Die lassen wir aber ebenfalls noch gute 2 Minuten im Wasser, damit sie nachher weicher sind und ich den Topf damit besser auslegen kann. In der Zwischenzeit habe ich mir schon mal eine Pfanne ganz leicht angewärmt. Dann benötige ich ein wenig Hackfleisch, in diesem Fall reines Rinderhack. Wir benötigen ungefähr die gleiche Menge Hack wie im Verhältnis zum Kohl. Das bedeutet hier 500 Gramm Rinderhack und nachher zu verarbeitender Kohl ebenfalls von 500 Gramm. Einfach nur mit ein bisschen Olivenöl, Salz und Pfeffer in der Pfanne schon anrösten. Wer auf diesen Schritt verzichten möchte, gibt nachher einfach das Hackfleisch direkt in den Kohl hinein. Da ich aber ein großer Freund von Röstaromen bin und gerade bei Hackfleisch durch das Anbraten werden jetzt hier die Röstaromen hergestellt, für die ich so berühmt berüchtigt bin. Berühmt, wenn sie mir gelingen, berüchtigt, wenn sie mir misslingen, wenn es zu dunkel wird. Dadurch wird das Ganze wesentlich aromatischer und geschmackvoller. Gewürzt an dieser Stelle mit ein bisschen Salz, Pfeffer. Und eigentlich sind ab diesem Punkt jetzt Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wenn Sie es etwas pikanter mögen, machen Sie ruhig ein bisschen Cayennepfeffer dazu, ein paar Chiliflocken vielleicht. Ich mache jetzt noch ein bisschen Paprika süß dazu, weil das Ganze nicht scharf werden soll, sondern einfach nur sehr schön würzig und aromatisch. Frische Kräuter lassen sich hier hervorragend verwenden. Also toben sich da, was den Geschmack angeht, auf jeden Fall aus. Rundherum das Hack richtig Farbe ziehen lassen. Paprikapulver ebenfalls mit anspitzen, damit das Aroma auch richtig zum Vorschein kommt. Dann können wir eigentlich den Kohlkopf schon wieder rausholen.
abtropfen lassen. Und jetzt einzelne Blätter. Oh, komm her, du. Einzelne Blätter ablösen. Oh, heiß, 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 heiß. Schätz mal, gute 6 Stück brauche ich. Sollten sich die Blätter nicht lösen lassen, nicht so leicht lösen lassen, einfach mit dem Messer sozusagen den Krater noch ein bisschen erhöhen, dass sie hier noch zusätzlich ein bisschen was abschneiden. Hopp. Jetzt hört man schon ganz deutlich, dass die Blätter immer noch relativ knackig sind. Wenn ich jetzt wirklich versuche, den Topf damit auszulegen, dann würden sie mir nur brechen. Deshalb gebe ich sie nochmalig für eine gute Minute in das kochende Wasser hinein. Deckel drauf, schön weich kochen, kurz mit kaltem Wasser abspülen oder einfach nur auf dem Tuch gut abtropfen lassen. Der Kohl wird jetzt natürlich auch weiter verwandt. Der hat ein Gewicht von ungefähr, oh, ich würde mal sagen 1,2, 1,3 Kilo. Das heißt, ich brauche ungefähr nur ein Drittel von diesem Kohl für das Gericht. Ich erwähnte gerade 500 Gramm. Dafür den Kohl jetzt halbieren. Nochmal zwirbeln. Sollte noch ein bisschen vom Strunk enthalten sein, den ruhig abschneiden. Den Kohl nachher kühl stellen, in den Kühlschrank legen. Da hält er sich noch eine gute Woche in dem blanchierten Zustand. Ansonsten gerade das Schöne an dem Wintergemüse ist ja, dass es meistens sehr lagerfähig ist. Gerade der Weißkohl. So, dass man auch mal nicht um die Ausrede drumherum kommt, oh, ich muss täglich einkaufen. Den Kohl kühl gelagert, der hält sich locker, wenn Sie einen Keller haben, noch klassisch, 3 bis 4 Wochen. Wie gesagt, das Hack schön anbraten, Farbe ziehen lassen. Und anschließend aus der Pfanne nehmen. In derselben Pfanne werden wir jetzt gleich den Weißkohl schon mal anschmoren. Wir können ruhig auch das schöne Bratfett von dem Hackfleisch jetzt weiter benutzen. Auch die Aromen, das werden wir nachher wieder miteinander vermengen. Jetzt den Kohl und Olivenöl mit ein bisschen Salz anschwitzen. Dadurch entwickelt er die feine Süße. Ein bisschen Würze benötigen wir noch. Deshalb hier eine Gemüsezwiebel. Zwiebel kommt in den meisten Rezepten zur Geltung. Wenn wir ein bisschen Würze brauchen, halbe Zwiebel langt auf die Menge. Aber nur fein würfeln. Und jetzt ebenfalls zu dem Weißkohl geben. Den dünsten wir jetzt nur ganz leicht an. Erwähnte ich bereits, damit die feine Süße hinauskommt. Er wird noch nicht zu Ende gegart. Das Ganze geschieht gleich in den Topf. Hoppala. Ein bisschen salzen. Und wer kennt das nicht bei der Zubereitung von Kohlgerichten, beziehungsweise eigentlich nach dem Verzehr von Kohlgerichten? Wie heißt das so schön? Erbsen, Bohnen und Linsen und Kohlgerichte, ne, bringen so noch windliche, wie soll man das sagen? Man muss pupen nach dem Essen von Kohl. Und um das Ganze, um die Verdauung, den Magen, die Verdauung ein bisschen zu erleichtern, gibt man immer ein bisschen Kohl mit hinein. Kümmel mit hinein. Kümmel. Kümmel kann man kaum überdosieren. Wenn der Kohl dann so ein bisschen in sich zusammengefallen ist, eine leichte, lockere, mediterrane Zubereitung, haben wir hier Dosentomaten. Warum Dosentomaten? Ganz simpel, zu dieser Jahreszeit gibt es keine guten frischen. Und diese Dinger werden vollreif geerntet. Sind sozusagen im Höhepunkt ihres Geschmacks geerntet und abgefüllt worden. Und im Winter würde ich eher Dosentomaten verwenden als frische. Ruhig ein bisschen zerhacken, zerdrücken. Der Kohl. Oh, der Kohl. Die Kohlblätter. Der Kohl. So. Wo habe ich denn? Genau da. Jetzt die Kohlblätter aus dem Wasser rausholen. Da das gleich in einem Rutsch durchgekocht wird, schenke ich mir einmal das Abschrecken. Tendenziell, wenn man gerade grüne Gemüsesorten abschreckt, hat es einen eigentlichen Zweck, dass die grüne Farbe erhalten bleibt. Die würde jetzt aber hier bei der Zubereitung eh gleich verloren gehen. Deshalb kann ich mir den Arbeitsschritt wirklich schenken. Kurz abtropfen lassen. Bei den etwas kräftigeren Strünken, die werden gleich noch rausgeschnitten und dann das Ganze damit ausgelegt. Zu dem Kohl geben wir jetzt das Hackfleisch wieder hinzu.
das Ganze miteinander vermengen. Und jetzt haben wir eigentlich auch schon die wesentlichen Zutaten beisammen. Viel mehr kochen ist es nicht. Jetzt ist es nur noch das Zusammenführen der einzelnen Komponenten. Dann ein bisschen Käse. Geriebenen Gruyère-Käse. Ein wunderbarer, fetter, halbfester Käse. Oftmals auch in einem Ziegenkäse-Fondue eingesetzt. Und wenn man schon mal in der Schweiz war, kennt das. Dort kommt er halt zur Geltung. Dann ein bisschen Brot. Entweder wirklich altes Brot vom Vortag oder von der Vorwoche, schon in Scheiben geschnitten. Oder aber, so wie wir das hier gemacht haben, leicht getoastet. Und jetzt wird das Ganze einfach nur zu einem schönen Schichtauflauf zusammengeführt. Ganz leicht ölen. Zunächst einmal. Ist ein bisschen Arbeit im Vorfeld, aber nachher beim Essen und beim Kochen wirklich sensationell. Zunächst einmal den Strunk rausschneiden, sollte noch sehr hart sein. Dann die Ränder auch ein bisschen damit auslegen. Sozusagen die Kohlroulade für Faule. Und jetzt in der Reihenfolge ein wenig von der Kohlhackmasse hineingeben. Dass der Boden schön belegt ist. Und ähnlich wie eine Lasagne, Schicht für Schicht sich nach oben arbeiten. Ein bisschen von dem Brot. Aufgeben, das Ganze ein bisschen brechen, anschließend ein wenig Käse, ruhig kräftig reindrücken, dann kommt wieder Kohlmasse, diesmal mache ich Käse zuerst, also dann können Sie auch sehen, dass das jetzt keine so dramatische Rolle spielt, nochmals Brot. Ein bisschen von der Masse. Wir sehen, ist das Kochen gar nicht so dramatisch. Und das Ganze wird nachher einfach beim Servieren nur gestürzt. Anschließend Brot verzichten wir jetzt drauf. Jetzt kommt noch mal eine schöne Schicht Käse oben drüber. Ein herrliches Gemansche. Das alleine könnte man jetzt schon im Ofen zu Ende garen. Da ich aber meistens auf dem Herd gare, gebe ich noch ein bisschen Brühe hinzu. Gemüsebrühe, Geflügelbrühe, das überlasse ich Ihnen. Ein bisschen angießen. Und noch nicht so viel. So, das haben wir da genommen, guten halben Liter. Jetzt die restlichen Kohlblätter noch mal oben auflegen. Und auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen aufwendig wirkt, allzu lange haben wir noch nicht gebraucht und haben wirklich ein richtig schönes, vollwertiges und vor allem sehr, sehr schmackhaftes Gericht fertig. Einmal nur aufstellen, das Ding anstellen, Deckel drauf und das Ganze jetzt, ich sag mal, für gute 30 Minuten durchziehen lassen, sodass sich jetzt praktisch das Brot nimmt, die Feuchtigkeit auf, der Kohl wird richtig schön weich, der Käse gibt sein Aroma an die gesamte Zubereitung ab und wir haben nachher ein wunderbares Gericht für die kalte Jahreszeit. Wir machen jetzt gleich einen schönen Rosenkohlsalat mit grünen Bohnen. Und dazu gibt es noch wunderbare Entenbrüste. Auch hier von meinem Fleischer geholt. Wem jetzt Entenbrüste vielleicht zu kostenintensiv sind, das Ganze funktioniert auch mit anderem Geflügel oder mit anderem Fleisch. Oder einfach nur ein bisschen geräucherte Gänse- oder Entenbrust holen. Da braucht man noch ein paar Scheibchen dafür. Jetzt müssen wir hier eine Männerbrust bei den Enten hat gute 300 Gramm. Bei den Entinnen sind das ungefähr 160 Gramm. Man redet immer von zwei Entenbrüste für drei Personen von der Portionierung her. Das reicht aus. Jetzt ein wenig in Form bringen. Überschüssiges Fett abschneiden. Und jetzt die Ente nur mit leichten kleinen Kreuzschnitten einschneiden. Dadurch öffne ich
ein wenig die Fettschicht und schneide gleichzeitig aber auch die Silberhaut ein, die sich darunter befindet, so dass sie sich nicht so stark zusammenzieht. Zum einen presst es dadurch den Fleischsaft nicht aus und das Fett kann gleichmäßiger austreten. Jetzt hier ebenfalls nur kreuzweise einschneiden. Einfach ohne Fett in die Pfanne hineingeben. Zunächst einmal nur würzen mit ein bisschen Salz. Jetzt lassen wir langsam das Fett austreten. Wer möchte, kann dem Ganzen jetzt noch das eine oder andere Aroma hinzugeben. Sprich, wir können jetzt hier ein bisschen Thymian hinzugeben, ein wenig Knoblauch, Ingwer, Chili. Wir sind ja schon bereits im asiatischen Raum. Hat jetzt nicht so den elementaren geschmacklichen Einfluss. Also dominierend wird nachher schon noch der Rosenkohl sein. Aber es macht das Ganze etwas hübscher. Und ein bisschen Geschmack geht auch über auf die Entenbrust. Ebenfalls mit hineingeben. Und einfach nur gemütlich vor sich hin brutzeln lassen. Anschließend am Umdrehen und ab in den Ofen. Zurück zum Rosenkohl. Den Rosenkohl habe ich natürlich schon, weil das ist eine etwas fisselige Arbeit, von meinem Food-Kompetenzteam schon mal vorbereitet. Hoppala, schon mal ein bisschen. Das ist gefährlich. Chilischoten sind auf verschiedene Art und Weise extrem gefährlich in der Küche. Damit Ihnen das zu Hause nicht passiert, einfach nur die Chilischote leicht anschneiden, dann kann der entstehende Wasserdampf auch austreten und platzt nicht. Mordsding. Frechheit. So, also die Rosenkohlblätter, die habe ich sozusagen schon vorbereiten lassen. Das ist so ein bisschen eine fickelinsche Arbeit, aber das verhindert eben, dass ich den Kohl sehr lange kochen muss. Dann einfach ein paar grüne Bohnen nehmen. Einfach nur putzen. Vorne ein bisschen ab, hinten ein bisschen ab. Früher hat man die Bohnen auch noch enthaart. Das kann man sich heute schenken, denn die Bohnen sind wirklich auf sofortigen Verzehr gezüchtet. Das heißt, sie sind nicht mehr ganz so holzig wie noch zu früheren Jahren. Das Wasser jetzt sehr stark salzen. Ein bisschen Salz haben wir schon drin gehabt beim Kohl. Wenn ich die grüne Farbe erhalten möchte, einfach immer ein bisschen mehr Salz, als das Wasser eigentlich geschmacklich verträgt, hineingeben. Oder aber Omas Trick, die hat immer ein bisschen, ich werde auch bei Ihnen, ein bisschen Backpulver hineingegeben. Ein ganz kleines bisschen Backpulver mache ich nicht, mir reicht das Salz. Aber jetzt wirklich so stark salzen, dass man eigentlich den Eindruck hat, ist eine Nummer drüber. Die Bohnen hineingeben und schon mal so für 4 bis 5 Minuten anblanchieren. Die brauchen ein bisschen länger als die Rosenkohlblätter. Wenn dann die Bohnen anfangen weich zu werden, geben wir noch die Rosenkohlblätter hinzu, lassen das Ganze noch mal maximal eine Minute drin, gießen das ab, strecken das ab, so das ganze Gemüse auch noch einen richtig schönen Biss hat und wird dann gleich weiter mit der Ente als auch mit der Vinaigrette versehen, die wir gleich herstellen werden. Hier sieht man jetzt schon schöne goldbraune Farbe. Nur sehr kurz, nur die äußerste Schicht wird jetzt mit Röstaromen versehen. Wieder auf die Hautseite zurücklegen und mit der Pfanne auf der Hautseite in den Ofen geben. Jetzt ein ganz kleines bisschen runter, eben auf 180 Grad, ist auch gar nicht falsch. Aber bei 160 Grad gerade die Entenbrust etwas zarter durch. Dann anschließend rausnehmen, 2 Minuten ruhen lassen, nicht sofort aufschneiden, da ist richtig Druck in der Brust. 2 Minuten ruhen lassen, aufschneiden und dann anschließend mit dem Kohlsalat servieren. Jetzt im Ofen. Jetzt haben wir noch alle Zeit der Welt, den Salat zu Ende zu bringen. Die Bohnen sind gute 3 bis 4 Minuten jetzt im Wasser. Jetzt gebe ich die Rosenkohlblätter hinzu. Schon mal ein kleines Abtopfsieb vorbereiten. Und jetzt ebenfalls den Rosenkohl. Also wirklich nicht zu lang. Eine Minute reicht komplett, dann hat er noch einen schönen Biss. Und er weicht auch nachher noch ein bisschen auf, wenn er in der Marinade liegt. Und jetzt mache ich einfach noch eine schnelle Vinaigrette. Bestehend aus ein wenig Ingwer. Ein bisschen Sojasauce. Walnussöl, bisschen Zitrone. Eigentlich reicht auch der Ingwer, wenn Sie nicht extra für diese Zubereitung Walnussöl kaufen wollen. Mischen Sie vielleicht ein paar gehackte Walnüsse unter oder aber arbeiten einfach mit Olivenöl. Zwischendurch meine Kohlblätter nehmen. Hoppa. Einmal abgießen. Und
damit der Kochprozess jetzt auch gleich unterbrochen wird. Einfach gleich einmal mit kaltem Wasser abschrecken. Das dient dazu, um diesen Kochvorgang abzubrechen und damit das Gemüse nachher richtig schön knackig und auch grün bleibt. So. Sieht jetzt schon anders aus als bei Oma. Gründlich abtropfen lassen. So. Und dann, wenn die Vinaigrette fertig ist, wälzen wir das Gemüse, marinieren das Gemüse, den Rosenkohl und die Bohnen mit dieser wunderbaren Vinaigrette. Perfekt wäre dann, das Ganze noch mal so gute 5 bis 10 Minuten stehen zu lassen. Aber auch unmittelbar verzehrt, schöner Hochgenuss. Den Ingwer nur schälen. Entweder mit dem Messer oder mit dem Löffel. In vielen Zubereitungen wird der Ingwer ja gerieben. Hier möchte ich aber, dass er wirklich eher so einzeln zum Zuge kommt. Das heißt, nicht einfach nur das Ganze mit Ingwer zukleistert, sondern wirklich, dass das Ingwer als Gemüse drin ist. Deshalb das Ganze in feine Streifen schneiden. Den Ingwer in die Schüssel geben. Eine ganz kleine Prise Zucker. Kein ganzer Teelöffel ist das. Salz vorsichtig, Sojasauce, das wird jetzt alles Pi mal Auge gemacht, so. Walnussöl im Verhältnis zu Sesamöl oder Haselnussöl relativ verhalten im Geschmack. Haselnussöl bzw. Sesamöl sind wirklich richtig dominant, die sollte man nur als Würze benutzen, nicht als wirklichen Ölersatz. Ein bisschen Olivenöl. Und jetzt noch ein wenig Säure, schöne Bio-Zitrone. Und jetzt kommt eigentlich das Spannende dahinter. Viele Rezepte halten sich ja so an feste Vorgaben. Und wenn die Leute das dann nachkochen, dann wundern sie sich manchmal, dass es nicht schmeckt. Es ist immer relativ schwierig, wirklich feststehende Rezepte zu schreiben, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir hier mit Lebensmitteln arbeiten und Lebensmittel verhalten sich immer anders. Manche Zitronen sind wirklich richtig kräftig, ballerig, einige sind fein, fruchtig, süß. Deshalb muss man einfach mal probieren, das Ganze verrühren, Herr Hohmann, und wirklich ehrlich sagen. Ja, ja, das ist meine Geschmacksrichtung. Wirklich ehrlich sagen. Sehr lecker. Ist das ehrlich gemeint? Kann, ja, kann der liebe Gott dabei stehen, wenn Sie das sagen? Das ist meine Geschmacksrichtung. Sehr schön. So, die Entenbrust muss jetzt auch aus dem Ofen. Sie werden das nachher auch noch sehen in der Kombination aus allen Zutaten zusammen, wie fein das aufeinander abgestimmt ist. Habe ich ja gesagt, dass man jetzt der Ente auch ein bisschen Zeit gibt, sich zu entspannen. Einmal nur aufs Brett legen. 2-3 Minuten kurz liegen lassen. Dadurch entspannt sich jetzt das Muskelfleisch ein wenig. Und wenn ich es aufschneide, wird das, der ganze Saft nicht einfach nur rausgepresst. Das Gemüse noch einmal zusammenführen mit der Vinaigrette. So. Mit verschenken. Sieht fantastisch aus. Alles bekannte Produkte, alles was jetzt nicht allzu ungewöhnlich ist, nur in der Kombination, wie wir es zusammengeführt haben, kriegt das wirklich ein ganz besonderes Geschmackserlebnis. Platte 1, Herr Hohmann. Mit Rosenkohl mal anders. Ganz leichte asiatische Note, ohne dass man jetzt wirklich komplett durchdreht. Eine ganz feine Geschichte. Jetzt wird es ein wenig kritisch. Und zwar habe ich ja eben so noch großkotzig gesagt, dass man den Kohleintopf unbedingt auch stürzen kann.
Da bin ich davon ausgegangen, dass es jemand anderes macht. Jetzt muss ich selber ran. Versuchen Sie sich eine Platte zu nehmen. So, wie mache ich das am besten? Ja, guten Appetit. Das war jetzt das erste Mal, dass der Applaus auch berechtigt war. Jetzt nehmen wir mit den Kohltopf. Oh. Oh. Das sieht wirklich fantastisch aus. Das Ganze jetzt serviert an einem kalten Wintertag. Sehr aromatisch, voller Vitamine, gesund, leicht, wenig Kalorien. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen.